Dann gehen wir mal auf die Lupe. Machen einmal das Aua weg. Damit sich die Wunde natürlich nicht entzündet. Und jetzt sagen wir Mia Bescheid, dass wir ein großer Junge sind und das ganz alleine gemacht haben. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. Mm. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Tag 32. Please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! Okay. What the hell's going on over there? Finde Mia. Mia. Okay. Mia. God damn it, this radio. Hier hatte ich meine Base. Okay, neuer Dialog. Überprüfe ein Ziel im Tagebuch. Das machen wir gleich sofort. Ich werde mal ganz kurz mir ein paar... Erbrochen Nulma, hey! Ich werde mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich werde mir ein paar warme Socken anziehen. Denn man mag es kaum glauben. Es ist wirklich... kühl geworden. Das kann man schon sagen. Es ist wirklich kühl geworden und ich friere ein bisschen. Deswegen ganz kurz Aufnahme unterbrechen. Bis gleich. Thank you.
Daran erinnere ich mich nämlich auch noch. Wir konnten die Schnitten ja hier hinlegen. Tut leid. Thirsty. Das Wasser müsste eigentlich okay sein. Ich probier's mal. Ich glaube, es ist okay. So, was wir jetzt noch machen können. Okay, warte, warte. Wie war das nur? Richtige Maustaste oder nicht? Ich glaube so. Genau so und dann BÄM! Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das konnten wir, glaube ich, nur bei den großen Fischen machen, oder? Okay. Ja, geil! Ich habe es geschafft! Cool, wir können später auch eine Angel machen, weil ich habe ja jetzt, glaube ich, Fisch. Wuppala, ich glaube, ich kriege die Fischkarten. Sammeln. Und dann werden wir das hier mal lecker grillen. Ich will nicht mehr warten, dass ich Platz habe. Die hier kann ich jetzt essen. Schön. Fisch kann ich auch noch. So, es gibt schön Proteine. Proteine! Guck mal. Ja, geht noch. Wir brauchen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate war Früchte, ne? Ja, und da habe ich gerade am Anfang so fleißig gesammelt. Guck mal, alles für den Arsch. Tatsächlich. So. Nee, weißt du, warte, lass mal stecken. So. Tja. Nochmal. Nee, immer noch nichts. Gut, das ist noch wo und jetzt ist es... Ja! Ja! Und essen. Nicht wirklich krass appetitlich, aber schon cool, dass du es machen kannst. So, das Problem ist natürlich, dass das ja relativ schnell, kann ich eigentlich irgendwie die Blätter trocknen? Dass es relativ schnell verfällt auch. Oh, okay. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, oder? Guck mal hier, ah. Die brauche ich aber eh, weil wir damit ja manchmal an uns selber rumhantieren müssen. I erinnere mich. Oh, ja, weg hier. So, sammeln. Dann gucke ich jetzt gleich aber mal ins Tagebuch. Ob wir denn noch irgendwas machen können, was ich jetzt verpasst habe. Fackel können wir machen, okay, auch gut. Steinklinge, Steinaxt haben wir. Verband ist etwas, was wir wirklich gleich suchen sollten, wenn es ein bisschen heiß. Und dann haben wir, ja. Jetzt zeige das Feuer aus. Egel, Katze, Schramme. Okay, alles klar. Alles klar. Ich mag den Ort hier, ist echt schön. Ich versuche noch mal ein bisschen zu schlafen. Gerade wirklich nur wegen der Helligkeit. Ah, wunderbar. Wunderbar! So. Nein, ich wollte es nicht machen. Gut, das Feuer brennt noch. Ich bin überrascht und die Bananenrüstung, das wird mir tatsächlich ja gar nicht angezeigt, ne? Das wird mir nicht angezeigt. Da haben wir auch noch nichts. Suche Hilfe. Ist auch geil eigentlich, ne? Das ist erst jetzt Story Mode und bei Suche Hilfe habe ich keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber, ah, Hilfe. Kann man sagen. Cool. Cool. Ich würde erst noch gucken, dass ich hier erstmal so weit bin, dass ich überhaupt auch mal auf Reisen gehen kann oder vielleicht ein paar Meter weiter weggehen kann. Ich will mal was versuchen. Das geht leider nicht. Schade. Erweitern, aufheben. Ich müsste das hinwerfen. Ah, jetzt kann ich es nehmen, okay. Ja, auch richtig, ja. Nein, das ist es nicht. Ah, doch, Blätterrüstung, guck mal hier. Ja! Ja, yeah, ich habe eine Blätterrüstung für meinen Arm. Zack. Okay, zwei Lianen war das.
Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal eben. Ne? Dann sammeln wir mal. Da oben sind auch noch trockene Blätter. Wir eventuell dann für den Feuer brauchen. Man kann eigentlich, ich wollte gerade sagen, man kann nie zu viel mit haben. Also kann man schon, dann das ist natürlich blöd. Wenn man zu viel mit hat, kann man nichts anderes mehr mitnehmen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, lieber komplett voll als komplett leer. Das ist ganz Schlaues gesagt hier in dem Let's Play. Bin ja selbst überrascht von mir gerade. Die Bösen, nein. Okay, hier sind wir noch welche. Ich dachte, da guckt mich jemand an. Mann! Kann ich leider nicht nehmen. Na. Also, ich... Hallo? Dankeschön. Ich möchte doch nur eine Kokosnuss. Aber ich kann ja auch normal da unten kriegen. Das finde ich nur sehr, sehr gut. Ein kleiner Schau. Den nehme ich doch mit. Habe ich bei Green Hell nicht andauernd gezogen? War das nicht so? Oh! Fleisch! Ich glaube, ich erinnere mich gerade daran, dass ich irgendwie oft gesehen habe. Das hier machen wir später. Das war nämlich, glaube ich, eine Eisenader. Soweit war man tatsächlich nicht mal im... Wow. Im, in der Early Access. Okay. Oh, mein Magen ist gerade voll aufgeknurrt. Ich muss gleich wieder nebenbei essen. Ja. Kohlenhydrate und Fett. Kohlenhydrate und Fett. Na, warte mal ab, bis ich einen Bogen hab. Der trollt mich. Arsch. Ich bin hier gerade eh nur unterwegs für die Blätterrüstung. Und die Story geht dann gleich weg. Noch. Sehr schön. Ich glaube, die Spinne hat man vorher gehört, ne? Ach, guck mal. Pilze, die nehmen wir natürlich auch mit. Dann gucken wir gleich mal, welche Funktion. Ich weiß nämlich absolut nicht mehr. Es gab hier die gelben, es gab die grünen, es gab, glaube ich, orangene. Oder ich glaube, das sind die orangenen. Und alle haben ja unterschiedliche Effekte. Es gab Pilze, die uns wach machen. Die haben uns manchmal echt den Arsch gerettet. Und ich meine, es gab Pilze, die uns irgendwie Flüssigkeit gegeben haben. Glaube ich. Hm. Jetzt mein Feuer geradeaus. Das ist aber nicht schlimm. Und ansonsten haben wir jetzt hier nichts Interessantes. Wenn ich Kokosnuss übersehen habe, dann schreit. Dann beiße ich mir ein bisschen in den Arsch. Und dann kann ich mich aufheben. Von den Stöckern. Keine Moriwawa-Pflanze, ne? Die brauche ich unbedingt. Die ist sehr, sehr wichtig. Ich schwöre euch, ich gehe jetzt gleich zurück. Ich muss nur mal ganz kurz hier. Was war das? Ein Stein. Okay. Ich werde es schaffen. Ich werde diesen Stein hier hochklettern. So, da können wir nach unten. Da haben wir Seerosen. Seerosen haben auch irgendwas gemacht. Ich gehe mal hier runter, ganz vorsichtig. Und wenn wir fallen, fahren wir hoffentlich eh ins Wasser. So. Hoppala. Seerosen. Kein neuer Eintrag. Also, ich muss mal jetzt, ich muss mal hier testen. Essen. Kohlenhydrate. Okay, das ist gut. Kohlenhydrate. Und Energie. Und der hier? Der hat ganz viele Kohlenhydrate. Die laufen relativ schnell ab. Deswegen esse ich jetzt mal. Das hier war... Ah, wenn wir den Lebensmittelvergiftung haben. Okay. Ansonsten geht es uns gerade eigentlich ganz okay. Konnten ja auch tauchen. Das war ja dann auch noch neu. Da sind wir in so eine voll große Höhle untergetaucht. Ich erinnere mich. Das hier sieht immer aus, wie wir sind. Sieht einfach so hart aus, wie wir sind. Ich hab wieder Hunger. So, da vorne haben wir noch was. Das sind die orangenen Pilze davon, glaube ich. Jupp, das sind sie. Wissen wir mal. Und die können wir also... Okay, wenn wir Parasiten haben, müssen wir einfach nur diese orangen Pilze suchen.
Das kann ich mir jetzt heute, glaube ich, nicht alles merken, aber nach und nach sitzt das. Es sei denn, man ist halt in einer Stresssituation. Da saß es dann manchmal doch nicht so. Gut. Konnten wir hier irgendwie hinter dem Wasserfall? War hier was? Irgendetwas? Nope. Ein großer Stein. Ah, ein Vogelnest. Das nehmen wir natürlich mit. Unten noch ein Vogelnest. Auch das nehmen wir natürlich mit. Da vorne haben wir noch ein paar Schnecken. Nehmen wir deinen Kollegen mit. Okay. Ich könnte, also erstmal, ich glaube, ich trinke nochmal, weil das Wasser war eigentlich sicher. Okay, der hat jetzt irgendwas. Ich gucke gleich sofort. Ah, Mist. Yeah! Juhu! Cool, das macht Spaß irgendwie. Ist ja nur virtuell. Gut, Werkzeug benutzen machen wir gleich, aber zuerst muss ich, glaube ich, obwohl der sprint noch. Ich guck mal rein, hier meine Hose. Wir wollten ja die Rüstung machen, ne? So, die Rüstung kann ich ausziehen, um zu gucken, ob bei mir alles in Ordnung ist, aber ich glaube, es ist irgendwas in meinem Bein. Jupp. Ich habe mir doch gedacht. Gut, das hätten wir auch. Jetzt haben wir die Bananenblätter hier. Gehen in mein Inventar. Es ist trotzdem immer, muss trotzdem. Ne, es ist konzentriert. So, der Fisch, das hier ist mit drin. Eins, zwei. Eins. Herstellen. Eins, zwei. So. Auf. Oh, das kann er nicht nehmen. Gut, warte. Auch nochmal. Und eine machen wir noch und dann sind wir erstmal safe. Ich hab eine Rüstung. Ich hab einen Fisch. Ich hab eine Rüstung und einen Fisch. Alles kommt auf den Tisch. Ich kann nicht reimen. Okay. Punkt. Das hat sich jetzt angehört, als müsste ich da noch irgendwas zu sagen. Ich kann nicht reimen. Punkt. So. Oh, du wolltest hier. Nein. Upala. Komm mit. Sammeln. So, denn die Fischgräten sind wirklich, wirklich wichtig. Unser Stein, Unterstand. Mal speichern, vorher gucke ich mal. Ich da ein bisschen Fett. Irgendwo, ein bisschen Fett. So. Nein. Es regnet. Ich kann hier eh nichts machen. Gut. Wir haben eine Rüstung. Wir haben eine Waffe, die, irgendwann sich auch dem Ende zu, neigt. Was ich machen werde, ist schon mal zur Sicherheit eine Steinklinge. Weil da muss ich nämlich später unterwegs einfach nur einen langen Ast finden. Oder wir nehmen hier den nochmal. Ich will es aber nicht zwei... Weil ich könnte schon. Ich habe ja genug Platz. Ich habe ja kein anderes Werkzeug. Warte mal, ich könnte schon. Das wäre, glaube ich, sogar klüger, oder? Wenn ich jetzt einfach die Marke und die Kinder zusammen von ihm. Ja, dann habe ich jetzt einen Slot. Auf Slot 3 war ja die Steinklinge. Ach komm, das ist doch super. Da bin ich sehr glücklich. Guten Tag. Gut. Ich bin immer noch nicht jetzt bereit für die große Reise. Ich möchte noch gucken, dass ich meine Werte alle irgendwie fertig kriege. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns unterwegs wirklich so ein, Hieß das nicht Bidon? Ich hab das immer ganz komisch ausgesprochen. Bidon? Machen, dass wir unser Wasser immer mitnehmen können und dass es endlich wieder die Zeit der Suppen ist. Und wenn ich gerade daran denke, habe ich schon wieder voll Bock auf eine Brühe gleich. Ey, nach jedem Green Hell, nach jeder Aufnahme, habe ich entweder eine Suppe gegessen oder irgendwie Gemüse oder halt Obst. Und war immer voll gut. Okay.
Ich gehe nicht weit weg. Und gehe mal über den... Ich habe aufgehört zu reden und will mich da verarschen. Jetzt. Wir gehen gleich über den Baumstamm. Ich habe den Kern nicht aufgegessen, ist auch egal. Das stresst mich nicht so sehr. Wir sehen später wieder Kern. Nein. Wächst ein Baum aus meinem Hof. Das hat sich sehr eklig angehört, Entschuldigung. Wächst ein Baum aus meinem Hof, weißt du? Dann hat er früher gesagt, wenn man Kaugummi isst, dann wächst dir ein Kaugummibaum im Bauch. Und ich hatte immer Angst davor. Ich hätte es immer ausgespuckt. So. Eins, zwei. Guck mal. Wir haben. Was sind die Blätter? Ah, cool. Okay. Das hat wirklich geklappt. Das haben wir nämlich nie gemacht. Cool. So. Das hält noch einen Tag. Ich werde da mal, warte mal, wie viel Fett hat das? Kein Fett, wir brauchen unbedingt Fett. Ah. Wir brauchen Fett und wir brauchen... Wasser. Wir haben Parasiten, aber wir haben da was gegen. Warte. Das war er, ne? Das war's dann jetzt mit den Parasiten. Cool. Bin ich auch nochmal für unterwegs mit? Aber jetzt will ich doch wieder losgehen. Scheiße. Ah, soll ich schon losgehen? Ist es nicht zu früh? Nein, nein. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in euren Kopf gucken. Ja, Pan, geh los. Nein, Pan, bleib noch da. Was denkt ihr, Willkommen? Wir haben. Wir sind doch voll. Ja, nehmen wir unterwegs wieder mit. Ich speichere mal hier. Nein, warum tue ich das denn aus? Die ist noch roh, das dauert noch ein bisschen. Ich wünschte, ich kann das irgendwie einpacken und mitnehmen. Aber geht nicht. Ohne Hilfe ist übrigens, glaube ich, so... Also wir sind jetzt ja völlig frei. Es gab da diese Camps und das eine Camp, wo ihr geschrieben habt, das sei ein Drogenlabor gewesen, das hatte auch Funk. Vielleicht sollen wir irgendwie nach außen funken, wobei... Obwohl der Funkgerät ist ja nur auf das von mir und bla. Vielleicht müssen wir irgendwie nach außen gucken. Vielleicht ist das damit gemeint, weil ich gerade nicht die ganze Zeit im Fragen bin, was genau die meinen mit Ohne Hilfe. So. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Ich verschwinde jetzt. Das habe ich gerade entschieden. Wir gehen jetzt. Wir sind voll. Was mache ich da überhaupt? Oder? Bin doch nicht voll. Dich nehme ich auch noch mit. Und dich auch. Da. Kleine Stücke. Überleben. Irgendwas, aber für unterirdisch und so, das ist mir noch zu heikel. Oh. Warte mal. Jetzt machen wir es. Wir machen es jetzt mal richtig, ja? Warte. Ich gehe nochmal zurück zum Camp. Oh, Bananen. Ja, Bananen. Hurra. Nehmen wir mal mit. Denn Bananen gleich grün. Das sieht mich gleich wieder. Hier ist meine Uhr. 45W32S. Ne, warte mal, wie war das? 45. Ne? Okay.
Hier ist unser Camp. Für den absoluten Notfall. Diesmal habe ich mir die Koordinaten mal aufgeschrieben. Jetzt könnte ich so schön Wasser farmen. Ich habe Kokosnuss. Oh, Kokosnuss. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Guten Tag. Hallo. Aufheben. Fallen lassen. Warte mal. So, ne? Ja. Trinken. Nehmen. Genau, das wollte ich nämlich jetzt machen. So. Und so. Geil. Okay, ich bin happy. Jetzt brauchen wir nur noch eine... ich muss jetzt nochmal zurück zum Camp. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Steine werfen. Mist, wie war das? Das Blocken ist auch sehr schön. Nein. Oh, Mist. Okay. Ja. Schön hier bleiben. Mal trinken. So. Okay, sehr geil. Ich nehme den Stein nochmal. Warte ganz kurz, ich sag euch auch, welcher Knopf da war. Oh Gott, vielleicht auch was. G war das, ne? G gedrückt halten und... Bäm! Hupp! Ah! Och, nö! Hallo? Whee! Das ist meine Kokosnuss. Ist die jetzt wirklich ins Wasser... Okay, die ist wirklich ins Wasser gefallen. Kann ich die irgendwie aufheben? Nein! Ich kann die nicht aufheben! Willst du mich verarschen? Gib meine... Okay, toll. Ich kann die Kokosnuss nicht aufheben. Ja, die Schnecke will ich jetzt aber auch nicht. Okay, das sollte man dann vielleicht doch nochmal ändern. Wobei, wir brauchen unsere Hände... Ja, das macht schon Sinn, dass wir die da nicht aufheben können. Scheiße. Aber gut. Alles gut. Ich... Oh mein Gott, jetzt würde ich direkt gerne eine Suppe machen hier. Und jetzt speichern wir nochmal. Kann er nichts für, dass das jetzt auf einmal da so alles kam. Und ich werde natürlich Wasser mitnehmen.